200.000 Credits darfst du besitzen. Ah ja, fast, da fehlt noch einiges, aber ja, okay, mit endlich schon, ja, aber es fehlt noch ein bisschen. Ja, aber er ist menschlich. Er ist kein Mensch, aber er ist menschlich. Ja, aber trotzdem, er hat die Machtempfindlichkeit, Hans Solo nicht. Ja. Aber 5 von denen habe ich jetzt schon. Ah, der ist gut. Der geht eigentlich. Oh, so auch das Flieger geboren ist. Also ich so, da jemand mal ich nicht. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Das sieht dann so aus. Genau, da haben wir wieder. Damit hier raus noch. Oh, Scheiße, hab ich genau da. Ja. Hallo erstmal, ja, willkommen zu der neuen Ausgabe von SWTOR Newsticker und wir sind mal wieder hier live im Spiel SWTOR auf der Flotte, der imperialen Flotte bin ich mal wieder mit meinem Darkless. Ja, und vielleicht mögt ihr ja auch zu mir kommen, ich bin hier im Kantinenbereich, ich denke mal, eigentlich ist dieser Bereich ja sehr bekannt, ich gucke mal, also hier bin ich, ja, also eigentlich... Ja, einfach zu mir kommen, dann könnt ihr natürlich auch gerne mal eure Charts und alles auch zeigen. Ja, mein Internet funktioniert, ja, super. Ich habe leider nur ein bisschen kleinere Probleme, jetzt sage ich mal, was das... Na, wie heißt es hier, mit dem Upload-Bereich, ja, also ich habe dann nur ein Datenvolumen und wenn das aufgebraucht ist, darum versuche ich jetzt die Sendung ein bisschen kürzer zu halten montags und nur erstmal montags zu senden, den SWTOR News-Ticker, um euch jetzt generell zu informieren, was ist los, was soll gemacht werden und. Ja, und wir brauchen natürlich auch eure Hilfe weiterhin, auch besonders um unseren
TS am Laufen zu halten, um unsere Internetseite am Laufen zu halten, ja. Da wäre es richtig, richtig geil, wenn ihr uns unterstützen würdet und natürlich an unser Konto bzw. donatet. Wenn ihr jetzt so ein bisschen weiter runter schaut, da seht ihr dann, einfach mal runterscrollen hier, ja, an der Seite, da seht ihr dann GTC-Helfer werden. So, wenn ihr da dann draufklickt, ich zeige das mal kurz, mal gucken, dass ich das jetzt hier eingeblendet kriege. Hier seht ihr ja live die Sendung, genau, richtig. Und hier ist der Button GTC-Helfer werden. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr uns über PayPal donaten und das wäre richtig geil, wenn ihr das machen würdet. Wäre richtig schön. Und darüber würden wir uns natürlich in entsprechender Weise freuen. Oh, die Ivinali ist da. Ja, sie schreibt, auf der Impfflotte kann ich schlecht mit dem Rapture kommen. Das ist leider, leider wahr. Hast du keinen imperialen Char vielleicht? Also, das wäre ja vielleicht nicht schlecht, dann könntest du ja mit dem natürlich zu mir kommen. Ah. Ja, auf jeden Fall freue ich mich aber, dass du auch hier zuschaust. Richtig, richtig nice. Tja, was gibt es Neues in SWTOR? Da ist natürlich auch so zumindest ein klein wenig was. Und darüber werde ich jetzt gleich mal anfangen. Ja, und gehe mal auf die, ups, so, jetzt habe ich das auch eingeblendet bekommen, auf die SWTOR Seite, da gibt es nämlich hier diesen schönen Blog und den werde ich jetzt gleich mal anklicken. Bereitet euch auf einen epischen Kampf gegen Arkan in die Schlacht von Odessen vor. Verfügbar ab dem 12. August für Star Wars The Old Republic, Knights of the Fallen Empire. Ich habe zurzeit ein Problem. Ich bin nur bevorzugter Spieler. Ja, da muss ich mal gucken, was da los ist. Ich habe auch zurzeit von meinem persönlichen Konto die Kontokarte noch nicht. Ich habe da ein paar Mal bei der Bank angerufen. Hey, was ist denn? Ich brauche meine Karte. Und die haben es ein paar Mal verschludert, mir die Karte zuzuschicken. Ich hoffe, dass die morgen endlich ankommt, sonst rufe ich da wieder an und werde richtig stinkig. Ja, und kann ich abgucken, ob da das abgegangen ist, auch für SWTOR, weil zurzeit bin ich nur im bevorzugten Status. Also kann ich nur dran schätzen, dass das Abo nicht abgegangen ist. Zur Not mache ich erst wieder ab nächsten Monat. Abo muss ich mal gucken. Ja. Ist ein bisschen doof. Darum bin ich nur im bevorzugten Status. Aber es geht jetzt hier weiter. BioWare und Lucasfilm haben heute Details zum spannenden Höhepunkt der Story von Star Wars The Old Republic Knights of the Fallen Empire bekannt gegeben. Der frühzeitige Zugang zu die Schlacht von Odessen beginnt für berechtigte Abonnenten am 9. August, also 9.8. bald. Und für alle anderen aktiven Abonnenten ab 11. August. In die Schlacht von Odessen steht Arkan, einen groß angelegten Angriff auf die Basis des Fremdlings. Die Allianz, die sich immer noch vom Verrat des abtrünnigen Druiden Scorpio erholt, muss ihre Streitkräfte zusammenrufen, um sich Arkans Truppen in einem verzweifelten Kampf um das Schicksal der Galaxis zu stellen. Erlebt das abschließende Kapitel und kämpft euch den Weg zu Knights of the Eternal Throne frei, der neuen digitalen Erweiterung in diesem Herbst, die ja noch dann erscheint. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um mit Star Wars The Old Republic anzufangen. Als Abonnent können Spieler von Star Wars The Old Republic die Erweiterung Knights of the Fallen Empire ab Kapitel 1 die Jagd bis zum letzten Kapitel die Schlacht von Odessen kostenlos spielen. Den ganzen Sommer lang können Spieler am Dunkel gegen Hell Event teilnehmen, um spannende Herausforderungen abzuschließen, epische Belohnungen zu verdienen und dunkle oder helle Entscheidungen zu treffen, die das Schicksal der Galaxis bestimmen. Und diejenigen, die die ewige Stufe abschließen, verdienen sich einen einzigartigen Gefährten für die dunkle oder helle Seite, der zukünftig mit euch in die Schlacht zieht. Ja, und das ist doch mal was. Also,
macht da auf jeden Fall mit, kann ich nur sagen, ja. Ist richtig toll und ja, lest es ruhig nochmal nach, auf jeden Fall. Tja, oh, sie schreibt noch, ich dachte, es ging darum, den Film-Char vorzuziehen. Ja, ah, du hast einen Republik-Char, ne? Dann, stimmt. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich werde mal mich nach Tatooine begeben. Richtig. Ups, das ist nämlich mein Kameramann eigentlich. Stimmt, hast ja recht. Wo war ich denn jetzt nochmal? Jetzt fliege ich mal nach Tatooine. Wir treffen uns gleich mal auf Tatooine. Da muss ich hin. Okay, das ist kein Problem. Oh, der Pechvogel. Das ist aber nicht so schön, wenn jemand hier Pechvogel ist. Ich fliege hier live im Spiel nach Tatooine und werde nebenbei dann die Nachrichten machen. Also kein Problem hier, ja, das kriegen wir alles hin. So, ab aufs Schiffchen und dann treffen wir uns Tatooine und zwar in der Wüste. Wie heißt denn dieser Teil der Wüste nochmal? Dune Meer. Im Dune Meer treffen wir uns. Da können Reps sowie hier, wie heißt es, Reps sowie Imps hin, richtig, stimmt. Ich war nämlich noch mit meinem Char hier auf Dings, also hier auf der imperialen Flotte habe ich ihn geparkt. So, ich hoffe, dass das jetzt schnell geht. Ich fliege schnell nach Tatooine. Das kriegen wir hin. Stimmt, du hast ja sowas von recht. So, wo ist es denn? Tatooine und einmal jetzt reisen. So, mein Schiffchen dreht sich und jawohl, wir sind gleich mal da und dann geht's hier auch weiter. Ja, dann kommen wir auch gleich mal zu den Guild News, ja, und auch was unser Filmprojekt betrifft, ja. Also kein Problem. Tja, und zwar war ich ein bisschen abwesend. Ich werde mich in den nächsten Tagen wieder mit meinen Stellvertretern dann beratschlagen, wie es jetzt auch da weitergehen soll. Wenn ihr auch Freunde habt, die auch zu uns kommen möchten, ist das kein Problem. Dann schreibt uns an, dann können wir die auch einladen. Wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe. Ich werde mal kurz die Nummer mit einblenden, unserer WhatsApp-Gruppe. TeamSpeak bitte noch nicht beachten, die Nummer, die ist nicht aktuell. Also unsere WhatsApp-Gruppe 0176 3070 3100. Ich wiederhole 0176 3070 3100. An die Nummer jetzt einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken, dann nehme ich dich gerne mit auf. Myrana hat es geschafft, ins Spiel zu kommen. Sehr toll, freue ich mich. Wie gesagt, bin auf Tatooine und ja, unsere WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr dann gerne hinkommen. Ja, so, ich fliege jetzt weiter mal hier raus. So, unsere WhatsApp-Gruppe, da können sich alle Spieler, diejenigen, die in der Filmcrew sind, wissen das, die haben dann, da ist eine gesonderte WhatsApp-Gruppe, gibt es dafür für unsere Filmcrew. Wir werden hier auch auf Tatooine in entsprechender Weise drehen. Ja, da sind dann auch schon einige, die Drehorte werden noch eingerichtet vom Dirk, also beziehungsweise vom Zaderia. Und der ist da noch fleißig bei. Ich hoffe, ja, ich denke mal, der wird dann auch demnächst dann fertig werden. Und ja, und dann werden wir hier auch in entsprechender Weise dann drehen. Ja, vielleicht auch sogar hier in Mos Eisla, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir haben noch einige Rollen frei. Ja, also da gibt es noch einiges, was zu besetzen ist, aber da werde ich gleich drauf eingehen. Gehen wir mal weiter in Richtung, also eigentlich Gilde.
Ja, und zwar möchte ich einmal kurz vorlesen, was der Dirk mir geschrieben hat, also der ZDW. Er ist Mittwoch und Donnerstag ab ca. 18, 19 Uhr oder 22, 23 Uhr im Spiel. Entweder bei der Jedi Command oder bei der Sith Command online. Und würde mit euch dann gerne gemeinsam leveln. Ihr könnt ihn dann hier im Spiel auch anschreiben. Er sagte natürlich, je nachdem wie die Resonanz ist, ja, entweder eine Stunde, zwei oder noch mehr. Ja, also, ja. So, ich fliege jetzt zum Zagoshe-Gleiter Außenposten. So, also wie gesagt, je nachdem wie die Resonanz ist, würde dann der Zaderia mit euch dann leveln, um einerseits auch um eure Schauspieler-Chars hoch zu leveln, ja, um euch dabei zu helfen. Er könnte euch dann auch nützliche Tipps und alles natürlich geben. Auch in der WhatsApp-Gruppe könnt ihr ihn anschreiben und mit ihm in Kontakt treten natürlich. Ja, das ist alles möglich. So, und ja, ich sage mal, sagen wir es mal so, dort einfach in der WhatsApp-Gruppe schreiben, hier, ich bin online. Ja, wie gesagt, Mittwoch 18, 19 Uhr würde er anbieten oder auch Mittwoch 18, 19 Uhr oder 22, 23, das gilt auch dann für den Donnerstag jetzt, ja. Und würde euch helfen beim Leveln, ja, eurer Chars und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das ist ja auch eine tolle Sache. Ja, hier gerade ganz live unsere WhatsApp-Gruppe, da seht ihr, wird auch gerade fleißig geschrieben. Und natürlich könnt ihr dort dann gerne mitschreiben. Ist natürlich klar. Wenn ihr technische Probleme habt, was ja mit den neuen Updates und so in letzter Zeit häufiger der Fall ist, dann ruft doch die 0221 8282 9212. Ich wiederhole, 0221 8282 9212 an. Die können euch bei allen technischen Problemen, die jetzt auch mit den neuen Updates und so gekommen sind, auch weiterhelfen. Ah, da steht eine Metrasurik, genau. Dich nehme ich auf jeden Fall gleich in die Jedi-Command noch mit auf. Ja, hier ist die Metrasurik, die nehme ich dann auf, aber die ist wirklich gelungen. War richtig, richtig nice, ja. Das ist also ein Schauspieler, ich hoffe, er oder sie sieht uns. Ja, wunderbar. Dich nehme ich dann gleich mit meinem Wadul, da komme ich dann mit meinem Wadul, bin ich auch auf Tatooine und dann nehme ich dich einfach in unsere Gilde auch mit auf. Das ist also kein Problem. Musst erstmal offline gehen, Kindchen ins Bett bringen. Ja, kein Problem. Schön, dass du mit zugeschaut hast. Metrasurik, bleibt der Char jetzt noch? Müssen wir gleich mal sehen. Ansonsten ist das, glaube ich, derjenige, der jetzt gleich leider offline gehen muss. Ansonsten, oder einfach jetzt hier online lassen, den Char, den lade ich dann ein, dann hast du eine Gildeneinladung. Ja, wenn es technische Probleme gibt, bitte die 0221 anrufen, 8282 9212, weil es haben hier viele, auch ein paar haben mich angeschrieben hier in der über WhatsApp, ja, ich habe die Probleme, ich habe jene Probleme, bei manchen Sachen kann ich nicht mehr helfen, als zu sagen, hier, ruft da bitte mal an, die können euch wirklich helfen. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Filmprojekt über. Was ist da jetzt los? Die Drehtage werden jetzt im Laufe der nächsten Woche festgelegt werden, wann wir drehen wollen. Und die werde ich dann auch nächste Woche mit ansagen. Ja, ich werde mich mit der Mitsu beraten und auch hier mit dem Zaderia. Je nachdem, wie er das dann auch meint zu schaffen. Mit der ganzen Geschichte, der Einrichten, der Drehorte. Und dann werden wir euch auch die Drehtage bekannt geben. Wir tendieren jetzt schon dazu hin, teilweise Doppelbesetzungen zu machen.
euch anzubieten, dass hier die fehlenden Positionen noch mit besetzt werden von schon denjenigen, die auch mit im Team sind. Wir müssen wohl auch unter Umständen noch eine Hauptrolle wieder neu vergeben, weil diejenige, die es bisher besetzt hat, wohl doch nicht mehr mitmachen kann. Ja, und da wäre es schön. Und wenn ihr Freunde habt, die auch mitmachen wollen, die auch vielleicht sogar SWTOR spielen oder die ihre Stimme hier der dem Charakter dann mit verleihen wollen, bitte sagt denen Bescheid, dass sie mich anschreiben sollen. Wir haben ja die unsere E-Mail-Adresse svtor-news-ticker@gmx.de, läuft ja hier im Spruchband auch immer wieder durch, svtor-ticker@gmx.de. Also svtor-news-ticker@gmx.de. So. Dort bitte einfach anschreiben, dann kann ich auch drauf reagieren. Ja, okay. Ich bin gleich eh fertig mit der Sendung, dann werde ich sie gleich aufnehmen. Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die mitmachen wollen bei diesem Filmprojekt. Das sollen Wir wollen die Story vor SWTOR verfilmen hier in SWTOR. Das wird eine tolle Sache werden, wird auch eine spaßige Sache werden. Und wir brauchen auch so ein bisschen Geld. Wir haben nämlich Probleme mit unserem Teamspeak. Wir müssen da mal gucken, was wir da auch noch machen können. Und da brauchen wir auch eure Hilfe, dass wir dann auch ein Teamspeak, wenn ihr jemanden habt, jemanden kennt, der einen Teamspeak-Server hat, wo wir uns auch versammeln könnten, mit unserer Filmcrew zum Beispiel auch, wäre es toll, mir Bescheid zu geben. Dann kann ich auch in entsprechender Weise, können wir uns dann dort auch gerne versammeln, um, dann die Filmgeschichten zu koordinieren und abzudrehen. Noch eine Sache. Ja, morgen kriege ich per E-Mail schon mal die ersten Lieder für unseren Film zugeschickt von unserem Komponisten. Da freue ich mich schon riesig drauf. Vielleicht kann ich euch ja schon mal was davon dann auch beim nächsten Mal vorspielen. Ja, soweit die News auch zu unserem Filmprojekt. Ja, weiteres gibt es zurzeit nicht anzusagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich werde natürlich diese Folge, News-Ticker-Folge, dann in entsprechender Weise erst vielleicht Wochenende, wenn ich bei meiner Verlobten wieder bin und da online gehen kann, werde ich dort natürlich dann in entsprechender Weise erst hier den News-Ticker dann auf meinen Kanal bringen können. Und die hat eine bessere Internetleitung wie ich. Das ist halt schön, dann dauert das nicht allzu lange mit dem Hochladen. Aber dann werde ich das von dort aus machen. Also nicht wundern, dass das vielleicht erst zu Sonntag hin erst auf meinem Kanal sein wird, eventuell. Ja, dann, ja. Okay, ich bedanke mich in diesem Sinne fürs Zuschauen. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Woche. Sehen wir uns wieder hier beim SWTOR News-Ticker. Und bis dahin sei erstmal natürlich schlaf, wenn du jetzt musst. Sonst du morgen komplett im Arsch sein. Gute Nacht. Und in dem Sinne, bis dann. Ciao.